Herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Und wie? Ach so, nee, das sind noch die alten Sachen, die noch nicht weg waren. Ja, super. Sprich mit Gaston. Gut, dass ich hier war. Mit deinen mickrigen Muskeln hättest du Wochen gebraucht, um all die neuen Möbel einzuräumen und den Außenbereich zu reparieren. Ich bin froh, dass du überhaupt geholfen hast. Nun, wir haben eine Frist. Haben wir das? Ach, mein Magen. Das werde ich nicht übersetzen. Die Hütte stürzt ein, Flieh. Ja, genau. Gaston, hast du Hummeln im Hintern? Nein, aber das klingt nach einer guten Idee. Okay, ich lasse das mal so stehen. Mein Magen beschwert sich. Es ist schon eine gute Stunde her, seit ich das letzte Mal etwas gegessen habe. Lass uns im Jeremie vorbeischauen. Das Essen dort ist fantastisch. Wenn man es Essen nennen kann. Kein Steak oder Stück Wild in Sicht. Das stimmt, weil ich noch kein Fleisch bekomme. Aber ich weiß, es gibt jetzt neue Rezepte, die man mit Fleisch machen kann. Also, Gaston, hilf mir bitte, damit ich das auch kriege. Ich habe eine bessere Idee. Nur raus damit. Vor dem Vergessen war ich einem mystischen Relikt einer Legende auf der Spur. Eine Art verzauberte Truhe voller köstlicher Fleischstücke. Oh, verzauberte Truhe hört sich gut an. Wie eine verzauberte Tiefkühltruhe für Fleisch? Vielleicht. Ich war mir nie sicher, was das war. Die Legende besagt, dass sie vor langer Zeit durch eine magische Katastrophe zerstört wurde. Teile davon wurden in dem Gebiet verstreut, das zum wilden Dschungel wurde. Ich wette, sie sind noch da. Ich habe diese Pläne dafür bei einigen dieser leuchtenden Ruinen gefunden. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, ist ein weitaus nützlicherer Erfinder als Bells Vater. Aber es gibt eine Art Barriere um die Stücke herum. Ich kam ihnen näher und dann wurden es seltsam. Okay, ich denke mal, es soll wurde es seltsam heißen. Ich glaube, sie könnten in der Zeit verloren sein. Ich habe große Pläne für diese Kreation. Wenn du mir hilfst, sie mit deiner Sanduhr wieder zusammenzusetzen, kann ich einen Stand eröffnen, an dem ich Fleisch an alle verkaufe. Ja, ja, ja. Mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich weiß, weil wir nehmen schon eine halbe Stunde auf. Ansonsten könnte ich gezwungen sein, Gemüse zu essen. Schlimm. Auf Wiedersehen. Schlimm, Gaston. Das wäre ein Weltuntergang. Da können wir natürlich nicht drauf eingehen. Okay, benutzen können wir hier leider nichts. Ich dachte, vielleicht kann man dann auch bei ihm kochen oder so, aber anscheinend nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Das ist ja eigentlich nur seine Hütte, aber die sieht schon halb aus, als wäre das hier so eine Bar oder so. Oh, Gaston, hast du mich jetzt erschreckt. Was machst du denn hier draußen? Schau dir... Ach so, die Baupausen für... hat der mir was gegeben? Ach ja, klar. Nein, sag mir nicht, das ist... Och nein, bitte nicht mit dem neuen Ding. Das ist immer schön, wenn man dann auch nicht sieht, wie das aussieht. Suche mit der Sanduhr im... Moment, Sanduhr? Im wilden Dschungel nach Fragmenten der Tiefkühltruhe. Im unteren Grasland, oberen Grasland und im Hain. Wilder Dschungel. Hier ist das Hain. Der Hain und da ist das Grasland. Was meinen die denn mit oberen und unteres Grasland? Ach so, da meinen die das links und rechts eventuell. Das kann natürlich sein. Ich vermute jetzt mal, ich weiß es nicht genau, ich vermute mal, die meinen diesen Bereich hier und diesen Bereich hier. Also gehen wir da jetzt mal hin. Und dann gucken wir mal. Ich gehe mal stark davon aus, dass man die so suchen muss. Und nicht davon abhängig ist, hier so eine Kugel zu haben. Naja, hier diese... Ich weiß nicht, wie die Dinger jetzt heißen. Oh, Moment. Hä? Ach, das gehört dazu, zu dem Fragment, oder was?
Das haben wir sogar gehabt. Ja, super. Hätte ich das jetzt mal vorher gewusst, hätte ich auch so gucken können. Aber gut, wir machen jetzt hier so lange weiter. Okay, das ist für unten. Hier ist anscheinend nichts mehr. Und es tut mir wirklich leid, aber es kann sein, dass da so ein Zitteraal drin ist. Und da ich die brauche, also was heißt brauchen, ist falsch ausgedrückt. Aber mit den Zitteraalen habe ich festgestellt, kann man Batterien waren es, glaube ich, machen. Ja, sehr schön, sehr schön. Oh, du bist es. Ja, und ich habe es ja schon mal erwähnt, dass hier sehr selten diese goldenen Bereiche sind. Und dann ist es mir eigentlich ganz lieb, wenn ich die mal sehe, dass ich das dann direkt zwischendurch machen kann. Also, dass ich die mitnehmen kann. So, das ist auch so ein Gerät, aber das ist das gleiche wie eben. Das heißt, das brauchen wir nicht. Was ist eigentlich mit Rapunzel? Hat sie mittlerweile ein Haustier hier drin? Geh mal weg da. So, im Hain haben wir jetzt auch eins. Stimmt, das ist der Hain hier. Das heißt, wenn wir jetzt hier hochgehen... Ist das ein goldenes hier? Komm zu Mama. Ich brauche ein Zitteraal. Weil ich meine nämlich, dass das hier alles ein Gebiet ist. Bin mir nicht ganz sicher halt mit diesem Übergang vom Hain und... Ach nee, hier kriegt man diese Prismakanäle. Stimmt. Hallo. Das war's. Wir haben das ja schon alles gemacht. Und ich habe es alles wieder vergessen, ehrlich gesagt. So, Zimt fällt uns doch mal hier eins von diesen kleinen Viechern hier über den Weg läuft. Wobei, Kappa Dingsbums. Ja, genau, hier oben ist noch ein Teil, ne? Gut, das ist aber, das ist nicht gut. Haben wir hier sonst nichts? Wir sind doch hier. Nee, das... Ach so. Nee, das gehört zum Hain. Moment. Also nehme ich an. Hier sind wir ausgekommen. Da sind wir rübergegangen. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten hin. Dann war das doch noch im richtigen Bereich. Ah, habe ich wieder Blödsinn geredet. Ich rede sehr oft Blödsinn. Sei denn, es geht um Sachen, mit denen ich mich auskenne. Wie zum Beispiel Teso. Ah, wir haben alle Teile. Setze Tiefkühltruhe mit unendlich viel Fleisch an einen Tisch der Zeit zusammen. Wieso laufe ich eigentlich, wenn ich hinporten kann? So, sehr schön. Warte. Nee, ich kann gar nicht warten. Dich machen wir auch noch versprochen. Hoch und heilig versprochen, aber nicht jetzt. Ich muss mich jetzt erstmal um die Sache mit Gaston kümmern, damit ich dann auch gucken kann, dass ich nach und nach die ganzen Rezepte machen kann. Und dann... muss ich mich um Rapunzel kümmern und dann sind alle anderen dran. So. So. Tiefkühltruhe mit unendlich viel Fleisch. Okay, das hier haben wir nicht. Rahmenfragment der Tiefkühltruhe. Schade. Weil von denen hier hätten wir normalerweise noch was. Also müssten wir noch haben, wenn wir das wirklich alles schon verballert haben. Versteht sich. So. Bringe die Tiefkühltruhe zu Gaston. Wo ist der denn jetzt? Der ist da oben. Steht irgendwo in der Ecke und ist vermutlich im Heulen oder so. Ach nee. Mal schauen, wie lange diese Aufgabe sein wird insgesamt. Wenn es jetzt zu lange ist, also zu lange heißt für mich weit über 40 Minuten, dann werde ich auf jeden Fall zwei Folgen draus machen. Müssen wir mal schauen. Hey du, warte! Ich bin mich jetzt gerade erschrocken, als sich das so gedreht hat. Bitte sehr, eine Tiefkühltruhe mit unendlich viel Fleisch, wie gewünscht. Gut gemacht, Le Fou. Danke, Gaston. Du bist ein guter Gehilfe. Aber du könntest ein bisschen schneller sein. Ich bin fast verhungert. Ich denke, das ist übertrieben. Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Ja, das glaube ich dir. Okay, ich verstehe, Gaston. Du bist wirklich hungrig. Ja, aber was bedeutet Übertreibung? Ja, es ist... Ja, doch, das Letzte ist auch... Es bedeutet, dass du Dinge ausschmückst. Das tue ich nicht. Wenn ich sage, dass ich äußerst charmant und gut aussehend bin, dann ist das die Wahrheit. Nein, das ist deine eigene Weltanschauung, Gaston. Und auch nur deine. Eine Frage, Gaston. Woher kommt das Fleisch?
Ich bin mir nicht sicher. Ich bin die Pläne durchgegangen und es waren einfach so viele Wörter. Waren es mehr als 10? Irgendetwas über kristalline Metallstrukturen, die Heulografik oder irgendwie so. Und atomare irgendetwas. Oder so ähnlich. Was auch immer das alles ist, es kommt nicht von der Jagd. Ja, faszinierend. Sie erschafft die Nahrung aus dem Nichts, aus molekularer Ebene. Genug über Bücher geredet. Bringen wir den Stand zum Laufen. Ja, 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 da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut und war sehr traurig, als ich festgestellt habe, dass wir ihn dafür brauchen. Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, sei gegrüßt, lass uns den Laden... Achso, zum Glück hat Gaston seinen Verkaufsstand endlich mit Fleisch versorgt. Lass uns ihn auf Vordermann bringen. Lass uns den Verkaufsstand aufbauen. Wow. Sieh dir all das leckere Fleisch an. Mir läuft schon der Speichel im Mund zusammen. Fressen Entenfleisch? Vor allen Dingen hat der einen Schnabel und keinen Mund, davon mal abgesehen. Ach, hier liegt direkt doch das Wechselgeld. Das ist ja schön. Und wie kriegen wir jetzt den Stand Nummer 2? Oh, 99. Wir können unendlich viel davon kaufen. Na, okay, wir können nicht unendlich viel davon kaufen. Aber wir können ihn leer kaufen anscheinend. Oder der hier ist unendlich. Ich will jetzt nicht zu viel davon kaufen, weil ich habe sonst keinen Platz mehr. Ah. Wunderbar. Es gibt wieder Fleisch. Und alle werden wissen, dass sie Gaston zu danken haben, wenn ich in meiner Hütte eine rauschende Party für das Dorf schmeiße. Ich glaube, ich gewöhne mich langsam daran, keine Anerkennung zu bekommen. Klingt, als würdest du dich gut in deine Rolle als Gehilfin einleben. Ich habe gehört, dass du nicht nur die Macht hast, die Zeit zu kontrollieren, sondern auch eine Köchin bist. Ich könnte Remi in ein Kochduell schlagen. Gut, sobald du etwas Fleisch gekauft hast, kannst du mir ein gutes Gericht zaubern. Wie bitte? Das Fleisch kaufen? Ich habe so hart gearbeitet, um deinen Stand wieder zum Laufen zu bringen und du lässt mich dafür bezahlen? Ja, natürlich. Wenn ich dir etwas umsonst gebe, dann wird jeder erwarten, dass alles umsonst ist. Ich finde immer noch, dass du für mich eine Ausnahme machen solltest. Ich weiß, wie gern Gehilfen tratschen, Gameplayerin. Wenn ich für dich eine Ausnahme mache, wird es bald das ganze Tal wissen. Überlege dir gut, was du für mich kochen willst. Bist du sicher? Ich bin ziemlich neu im Kochen mit diesen Zutaten. Nun, es gibt hier ein paar Texte über Essen oder koch einfach etwas. Hauptsache, es ist groß und fleischhaltig. Okay, ein paar Fleischgerichte, kein Problem. Ein paar? Nein, nein, so geht das nicht. Ich möchte, dass jeder bei meinem Treffen weiß, wie großzügig ich als Gastgeber bin. Sonst noch etwas, Eure Hoheit? Haha, ich könnte mich daran gewöhnen, so genannt zu werden. Ja, das glaube ich das auch. Bring mir 4 Fleischgerichte, verstanden? Ja. Okay, jetzt bin ich mir sehr sicher, dass ich das in 2 Folgen teilen werde. Oder wenn ihr dies seht, geteilt habe. Hallo Schlange. Ich sehe dich nicht da in der Ecke. Du bist nicht die Schlange, vor allen Dingen dich kenne ich noch gar nicht. Eine blaue Schlange, glaube ich, habe ich noch gar nicht gesehen bisher. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, wenn man so gar nichts mehr sieht, das ist schlecht. Nein? Alter. Kann man mal hier eine Position erwischen? Ich habe ein neues Abenteuer für uns. Ich will ja nichts sagen, aber das klang jetzt gerade so ein bisschen horrormäßig, weil sich das angehört hat. Als ob die Schlange hier am Sprechen ist. Ach du Scheiße. Ist das mit Rippchen drin oder was? Oh je. Okay. Na?
Sehr schön. Wenn ich hier nochmal rauskommen sollte und wieder was sehen sollte, dann kann ich mal gucken. Das ist aber leider nur Deko, oder? Ja, schade. Also ich persönlich kann mit dem Kram leider so gar nichts anfangen. Weil ich nichts davon, also ich habe auch keine, ich habe ganz am Anfang, habe ich das mal ausprobiert, mal so 2, 3 Kleider gemacht und so. Aber sind wir mal ehrlich, so richtig dolle ist das jetzt auch nicht. Und dann haben sie ja schon damit gedroht, dass sie dieses Programm, was man ja eigentlich mal bezahlt haben sollte, ach nee, ich muss reingehen, ne? Das hier draußen kann ich ja nicht benutzen. Dass sie das wohl wieder einstampfen wollten und so. Und also irgendwie ist das alles ein bisschen blöd. Und da habe ich mir gedacht, nee, da brauchst du dich jetzt auch nicht mit zu beschäftigen. Sonst hätte ich Screenshots gemacht von den Sachen, die ich so erfunden habe und so. Aber naja. Okay, Rezepte. Ich sehe hier gar nichts mehr. Ich habe eine Wasserflasche im Weg stehen. So, die Frage ist jetzt... nee. Moment, wir haben gar keine Frage, weil wir haben die ja noch gar nicht gelesen, fällt mir gerade auf. Ne? Er hat uns doch... Hat er uns nicht eben was gegeben zum Lesen? Bin ich jetzt doof? Oder ist das jetzt doch automatisch gespeichert? Hä? Nein. Ich soll jetzt das öffnen, wo ich vorstehe. Ja. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, ob da jetzt was drin ist oder nicht. Ich werde jetzt hier mal alles in Ruhe durchscrollen und sollte ich was finden, machen wir das gleich. Ansonsten, ja, ich gebe euch auf jeden Fall jetzt sofort Bescheid. Ja, also wie ihr seht, ich bin hier komplett am Ende ausgekommen und ich habe tatsächlich nichts gefunden vom Rezept her. Deswegen müssen wir jetzt in Anführungszeichen einfach mal versuchen, was zu machen. Also wir haben hier Wildfleisch, wir haben Geflügel und Schweinefleisch. Ich denke mal, dass man die Sachen einzeln auf jeden Fall machen kann. Mal gucken, ob man mit Wildfleisch alleine schon was... Oh, ja, kann man Braten mitmachen. Das ist schon mal gut. Dann Geflügel. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man dazu machen? Was habe ich, was kenne ich für Rezepte mit Geflügel? Zitrone hat man da oft bei. Also nicht nur bei Geflügel, sondern auch bei anderen. Zitrone. Ich weiß jetzt aber, ich weiß nicht, wo drunter das hier unterteilt ist. So machen wir jetzt erstmal so. Zitrone auf jeden Fall. Dann Tomate vielleicht. Tomate isst man ja auch öfter mal dabei. Probieren wir einfach mal. Und ja, ein Gewürz, denke ich mir mal, ne? Also Fleisch würzt man ja generell. Was nehmen wir denn da am besten? Oregano. Ich nehme jetzt einfach mal Oregano. Mal gucken, ob das hilft. Ne, da kommt wieder nur der Braten raus. Na gut, ich versuche mal mehrere Sachen und dann schalte ich euch immer wieder hinzu, wenn ich was gefunden habe. Oh, ein Butterchicken. Okay, ja, da war ich ja gar nicht mal so verkehrt. Dann hätten wir schon mal 2 Gerichte. Fajitas. Damit haben wir dann schon mal Rezept Nummer 3. Wir brauchten 5... Nee, wir haben 2. Ach so, mit mehr, mit 2 oder mehr Sternen. Ach du Schande. Ja, dann wird es wohl doch noch ein Weilchen dauern, bis ich hier fertig bin. Eieiei. Ein fleischiger Taco. Und sehr gut, es hat mehr als 5 Sterne.
Jerk Chicken. Auch mehr als zwei. Sehr, sehr geil. Ich glaube, dann sind wir fertig, oder? Ja, bringe die Gerichte zu Gastons Hütte. Oh mein Gott, das hat jetzt so lange gedauert. Ich werde das auf jeden Fall so zusammenschneiden, dass ihr da keinen Stress mit habt. Natürlich muss ich jetzt hier die Sachen wieder abernten, bevor ich jetzt irgendwo hingehen kann. Oh nee, kommt Leute. Ich finde das wunderbar, aber doch nicht, wenn ich keine Zeit habe. Ah. Außerdem habe ich keinen Platz mehr. Ich habe überhaupt gar nichts großartig bei mir im Inventar. So. Ich muss die neuen Sachen übrigens auch noch da reinschieben, fällt mir gerade ein. Habe ich da noch ein bisschen Platz? Oh, fast gar keinen mehr. Okay. Habe ich denn wenigstens noch ein bisschen Platz, dass ich hier in die Kiste mal ganz kurz was reintun kann? Naja, nicht viel, aber... Na gut, ich mache da jetzt mal die Püppchen rein, damit wir zumindest ein paar von den Plätzen noch frei haben. So, Gaston. Der ist hier, aber ich soll es in die Hütte bringen, ne? Stand hier. Ja, genau. Jetzt laufe ich ihr hinterher. Da oben. Ja, genau. Hier bin ich. Ach, Moment. Das nehmen wir auch direkt mit. Gar keine Orientierung hier. So. Ich hoffe aber wirklich, dass wir seinen Laden auch noch ein bisschen vergrößern können mit der Zeit. Hallöchen. Was macht ihr jetzt alle hier? Dieses Dorf riecht nach Magie? Gibt es sowas? Ach, Remi war auch hier. Habe ich gar nicht gesehen. Ich höre nur. Bitte sehr, Gaston. Vier Gerichte, wie versprochen. Ha. Gut. Die ersten Leute sind schon da. Oh, wow. Du hast ja eine ganz schöne Ansammlung von Leuten. Natürlich. Alle wollen Gaston feiern. Jetzt werde ich sie begrüßen und wieder einmal der Mittelpunkt der Party sein. Lass dich nicht aufhalten. Hä? Hm. Zitterst du? Bist du nervös, wenn du mit Leuten sprichst? Was? Natürlich nicht. Wenn ich zittere, dann nur vor Hunger. Aber ich kann damit jahrelang allein in der Wüste zu leben, hat mich nicht... nervös gemacht. Und ich bin beleidigt, dass du sowas denkst. Hochmut kommt vor dem Fall, ja genau. Das habe ich so nicht gesagt. Ich denke, ich werde jetzt gehen. Nein, du musst bleiben. Ich schaffe das nicht ohne dich. Ich meine, ich habe weitere Aufgaben für dich und du musst mir helfen, damit diese Veranstaltung ein Erfolg wird. Sprich mit allen. Gib ihnen das Gefühl, willkommen zu sein. Schon gut, beruhige dich. Ich werde die Runde machen. Hast du eine Minute Hallo. Zeit? Na gut, hoffe, du darfst jetzt gehen. Wenn man sieht, dass Remi eigentlich gerade schon abhauen möchte. Hallo! Wie geht's meinem Lieblingskoch? Ganz gut. Aber dieser Gaston ist ziemlich groß und ein bisschen einschüchternd, oder? Von der Persönlichkeit oder dem Körperbau? Von der Persönlichkeit oder dem Körperbau? Beides. Aber es ist in Ordnung. Ich bin sicher, er ist völlig harmlos. Oh. Aber hey, wir müssen über die neue Tiefkühltruhe für Fleisch reden. Ah. Ich würde mit einem Dutzend Gaston auf eine Party gehen, um ein paar neue Zutaten zu ergattern. Hast du neue Rezepte im Kopf? Im Kopf? Oh, so viele. Pulled Pork, Hühnchenschaschlik, vielleicht sogar ein Rüben-Tartiflette. Lass dich von mir nicht von deiner Inspiration abhalten. Danke, Gameplayerin. Ich werde mich unter die Leute mischen, bis Gaston die Tiefkühltruhe für mich öffnet. Und dann gehe ich los, um ein paar Rezepte zu testen. Ich muss mit dir Hoffentlich sprechen. Sehen wir uns bald. Ja. Nein. Nein, geh weg. Ich will dich doch gar nicht. Ich habe ihn angesprochen. Einen schönen Tag noch. Ah, hallo, Herr Duck. Amüsieren Sie sich? Ja, es ist ein großartiges Treffen. Aber ich bin auch aus geschäftlichen Gründen hier. Ich muss nachsehen, wie meine Investition vorankommt. Die Einrichtung hat ein hübsches Sümmchen gekostet und ich will wissen, wann ich die Kosten wieder reinholen kann. Was denkst du, wann ich meinen 25-prozentigen Anteil erhalte?
Was das angeht, Gaston hat eigentlich kein eigenes Einkommen. Er wollte diesen Ort nur, damit die Leute auf ihn aufmerksam werden. Oh. Was? Oh, du bist es. Können wir reden? Bist du gerade von Gaston überlistet worden? Naja, nicht wirklich, ne? Tut mir leid, das habe ich erst gemerkt, als ich wieder bei ihm war. Ach, Gameplayerin, so macht man keine Geschäfte. Kein Geldfluss. Naja, wenigstens ist das Essen gut. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, nicht das Ding aufbauen, wenn ich hier mit dir reden will, ne? Hallo. Ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Zentrum der Aufmerksamkeit war das, ne? Hey Rapunzel, genießt du die Party? Hm? Sie ist, nun ja, die Einrichtung ist interessant. Sieh mich nicht an, das ist alles von Gaston. Gaston sieht zufrieden aus. Findest du nicht, dass du ein bisschen viel isst? Dass das ein bisschen viel ist? Bist du ein bisschen viel? Ich dachte gerade schon, wieso fragt ihr jetzt nach dem Essen? Es scheint ihm zu gefallen und ich kann das nicht wirklich beurteilen. Du würdest vielleicht denken, dass die Dekoration an einen Ort, an dem ich mich im Dschungel versteckt habe, seltsam war. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was Mutter gesagt hätte. Ich bin sicher, es war schön. Danke, dass du... Wow, es ist so schön, wieder unter Leute zu sein. Aber ich habe Gaston einmal getroffen, als ich auf Erkundungstour war. Ich bin so froh, dass er jetzt aus seinem Schneckenhaus herausgekommen ist. Wirklich? War er in der Vergangenheit zurückhaltender? Er schien einfach einsam zu sein. Er hat sich einen Freund aus Kokosnüssen gebaut. Als er mich sah, versuchte er so zu tun, als wäre er nicht da. Es war irgendwie unangenehm. Oh, das ergibt Sinn. Er war ein bisschen empfindlich, weil er so einsam war. Ich glaube, er brauchte einfach einen Freund, auch wenn es ein Freund aus Kokosnüssen war. Ich lasse dich jetzt zur Party zurückgehen. Viel Spaß. Wie zurückgehen? Die ist doch immer noch hier. Und komm bald wieder, damit wir reden können. Gameplayerin, was für ein toller Tag und was für eine tolle Party. Was denkst du? Wie ist es gelaufen? Gut. Nur gut? Dann hättest du wohl härter arbeiten müssen. Die Ratte schien sich besonders darüber zu freuen, dass Fleisch auf seinem Speiseplan stand. Aber noch wichtiger ist, dass jetzt jeder weiß, dass ich zurück bin. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ich glaube, Remi ist einfach nur glücklich, dass er nicht auf dem Speiseplan stand. Oh, Gaston. Du bist narzisstisch, ja, das auf jeden Fall. Du bist hochnäsig, das auch. Du bist definitiv beschränkt. Ja, welches soll ich nehmen? Es stimmt alle drei. Du bist fast narzisstisch. Vielen Dank, LeFou. Und du bist ein guter Gehilfe. Weißt du was? Danke, Gaston. Und jetzt geh und tu, was immer du tust, wenn du mir nicht gerade Komplimente machst. Ich werde mich zurücklehnen und meinen Erfolg genießen. Also gut, bis zum nächsten Mal. Ich habe doch Geschenke verdient, oder? Fast so hell wie mein Geld. Müsst ihr jetzt tatsächlich alle zusammen hier rumsprechen, damit ich gar nichts mehr verstehen kann? Leute, ernsthaft. Ja, wir sehen ja unsere Aufgaben. Hier, ihn müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen leveln. Das werde ich definitiv auch tun. Heute aber wahrscheinlich nicht mehr. Dementsprechend... Oder vielleicht doch, ich bin mir noch nicht sicher. Also dementsprechend kann es sein, dass wir entweder in der nächsten Folge mit Gaston weitermachen können. Wäre eigentlich ganz gut, weil dann hätte ich es hinter mir. Zumindest die nächste Aufgabe dann. Oder wir machen mit Rapunzel weiter, weil die anderen beiden, wie gesagt, die will ich dann erst etwas später machen. Ich muss mal gucken, wie ich das noch schaffe, beziehungsweise wie ich das gleich mache. Ob ich dann mich nochmal hinsetzen kann und Gaston level. Oder ob ich direkt dazu übergehe, noch eine Folge mit Rapunzel aufzunehmen. Ich denke aber mal, dass ich Gaston noch leveln werde. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich bin noch sehr unentschlossen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Auch wenn mein Char gerade irgendwelche Zuckungen hat. Bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.